So. So, jetzt müssen wir da drüben, glaube ich, hin, oder? Frau Namenlos, du hattest das doch geschrieben. Kalter Kaffee, ja, der ist jetzt da definitiv nicht wärmer geworden, meine Liebe. Das war irgendwas mit dem Westtor. Das ist ja nur dieses Westtor, und ich glaube. Rechts, oder? Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht auf den Turm hoch. Wer ist denn das jetzt? Ah, Imini. Naja, gut. Dann haben wir den wenigstens erledigt. Ach. Falsche Richtung. Jo. Oh. Jo. Nein, nicht hauen. Schlag mich doch nicht. Schnell hoch, 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 hoch. Burghof Südwest. Dankeschön. Ey, stressig. Also dafür braucht man nicht essen. Burghof Südwest. Mal hier was verpennt. Der Wind toste durch das Feld unter dir. Den haben wir gelesen. Den haben wir vergessen zu lesen, oder? Der Wind toste durch das Feld unter dir. Es wogte wie Wasser und brannte Gold und Bernsteinfarben gegen das Bauernhaus. Und dort stand sie und sah auf dich hinab, lachend. Schnauze und die Ruten voller goldgelber Samen. Also es geht um Mäuschen, ja. Das ist ein Mäuschen, ja. Nichts anderes. Die sie über dir verstreute. Über dir ihre Liebe, Mera, strahlend in dem letzten Licht der Erntesonne. Mera, deren Namen Sonnenblume bedeutet. Okay. Das war die letzte Blume, die wir am Brunnen gefunden hatten. Die wir nicht gelesen haben. Ja, genauso wie das Ding hier. Ja, die Reise des Baden. Das waren 2,5 Seiten, haben wir auch nicht gelesen. So. Burghof Südwesten. Südwesten. Jo. Das ist genau dieselbe Stelle. Das ist genau dieselbe Stelle, wo unsere Diebeslumpe liegt. Und ich weiß gerade nicht. Überleg mal, wir sind jetzt auf der ganz anderen Seite. Wir müssen dort rein. Dorthin, wo der andere mal runterkommt. Alter. Katastrophe, sag ich euch. Also erstmal müssen wir wieder vor bis zum Brunnen. Das heißt, wir müssen hier runter. Jetzt ist erstmal dunkel. Jetzt haben wir erstmal. Ja, ein Problem haben wir nicht. Aber ich mag es nicht, im Dunkeln hier lang zu laufen. So. Wir müssen geradezu. Nein! Oh! So, das war der schon mal, ja. Den haben wir schon mal verkeckt. Schnell mal versteckt. Ist die Stelle, wo wir hin müssen. Ja, das ist schon richtig. Ja, so, jetzt müssen wir uns auf der anderen Seite mal kurz verstecken. So, hier. So, und da ist die Treppe, da wo die Ratte jetzt runterkommt, da, seht ihr das da hinten? Ja, da müssen wir hin. Da müssen wir hochrennen. Also im Grunde müssen wir an der Ratte vorbeirennen. Oder wir gehen hinter ihr her. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt.
Könnte was werden, wenn wir uns hier mal verstecken. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Oh, wo sind wir denn hier? Okay, hier war ich auch noch nie. Haha. Okay. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jo. Ach, das ist das Tor, wo wir von letztens nicht reingekommen sind, wa? Entschuldigt, dass es dunkel ist. Becken. Ach, guck mal. Wir müssen noch in eine Etage höher. Ah, das Dumme ist, dass ich hier... Ja, mach da einfach mal ein Licht an. Hier müssen wir die Treppe hoch. Aha, hallo? Erstmal. Da steht eine Pullofusel. Lull. Bin ich jetzt echt an ihm vorbeigeschlichen? Man muss sich auch mal vertrauen, wa? Man muss sich auch mal vertrauen. Ja, das dachte ich mir jetzt wieder. Nein! 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 Alles so voll war, so viel Ratten überall, Wahnsinn. Also sah ja nicht schlecht aus, ja. Ist ja eigentlich völlig wo, also, nee, wo ist es nicht, aber die Frage ist halt, was könnte ich hier noch finden? Außer Dunkelheit. Der sieht mich hier. Ach, da! Ah! Der Knaller von da drüben, der sieht mich hier, okay. Okay. Nee, warte mal. Das war ja... Ich versuche das jetzt nochmal. Ich will diesen blöden Anzug haben. Außerdem muss ich hier oben auf den Turm rauf. Die andere Frage ist, ist der Weg, den ich gegangen bin, war das überhaupt der richtige? Oder gibt es einfachere Wege? Packen wir erstmal ein bisschen was zu essen ein hier. So, zack.
Wollen wir die Luke aufmachen? Nee, war, bringt mir nichts. Hier stehen auch überall so eine Schilder rum. Ich weiß nicht, ob das auch unten meine Kerze ist gleich alle. War eine leere Buddel? Ich glaube, ich arbeite viel zu wenig mit Flaschen und so, also zum Ablenken. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Turm. Ja, vorhin wollten wir auf die große Treppe hochgehen. Jetzt nehmen wir die andere Seite. Was wahrscheinlich auch nicht viel bringt, weil hier... Da wusste ich doch. Da rüffelt da auch schon wieder einer rum. Da oben stehen sie zwei, oder? Mal gucken, ob uns das was bringt. Da hast du ja die eine Ratte, mit der eine Ratte kann ich so ja sprechen. Ja. Die hat so eine Sprechblase über dem Kopf. Müsste man gucken. Also der sieht mich garantiert. Ja, dachte ich mir nämlich. Nein! Hä? Was war denn mit ihm jetzt? Jetzt habe ich hier das Zeug hingeschmissen. Ist er jetzt auf den Rattenkönig? Ist er jetzt auf den Guschi fallen oder? Komm mal nochmal her hier. Oh. Ja. Sorry. Ja, ich kenne die eben. Danke dafür. Also egal, um was es jetzt geht, ob es der Turm ist, ja, oder ob es die Kleidung ist, die ich da unbedingt haben will, ich muss da hoch. Punkt. So. Viertel elf immer noch Tomaten essen. Oh, nicht schlecht. Ach, sind wir gesund. So.
So, das ist die Treppe, die wir vorhin genommen haben. Ja. Aber wir haben beide Treppen jetzt schon genommen. Ja, wir sind jetzt an. Wir sind nicht mal an der Treppe, wo wir hin müssen. Weil wir müssten eigentlich hier lang hoch. So, jetzt sind wir wieder hier. Ach so. Jetzt. Ja, ich mache jetzt nicht nochmal das Licht an. Wir wissen ja, was es hier gibt, nämlich nichts. So, hier gibt es zwei leere Flaschen. Macht der die Tür zu? Okay. Oh. Und jetzt sind wir wieder im Küchenbereich. So, und vom Küchenbereich aus geht noch eine Treppe nach oben. Und da müssen wir hin. Und das war nur die eine Ratte, die uns hier gerade stört. Ja. Erstmal in die Kamera doinkt. Ist jetzt nicht, ob das jetzt. Gut, bringt überhaupt nichts. Überhaupt nichts, hatte das, was ihr war. Außer, dass ich da irgendwo was hingeschmissen habe. Schlecht. Schlecht. Ja, erstmal Boi kratzt, genau. Das Dumme ist, ich komme nicht mal aus meinem Versteck raus. Ah, der sieht mich selbst, wenn ich mich ducke. Okay. Wo ist da hoch? Da oben geht's weiter, da hinten geht's weiter. Aha, okay. Wir können ja mal eins versuchen. Nochmal. Nochmal jetzt versuchen. So. So, die Ratte, wie gesagt, die Ratte hat eine Sprechblase drüber. Da könnte man eventuell Glück haben. Die andere Sache ist allerdings, wie kriegt die Ratte, also die Ratte, die da steht, wie kriegt die hier weg, dass uns nicht weiter auf den Füller geht. Erstmal gar nicht. What? Warum? War ich zu laut? Gemacht? Ich hab nicht gemacht. Wie kannst du diese Ratte? Doch, weil ich war zu laut, war? Weil ich da so
Krass. Aber wenn ich jetzt so richtig sehe, da geht gar keine Treppe weiter, oder? Wir versuchen das jetzt nochmal. Ein bisschen Material haben wir ja noch zum Schmeißen. Da geht ja keine Treppe weiter. Da hinten ist eine Tür, die habe ich nicht gesehen. Verdammt, da geht's doch weiter. Na gut, dann müssen wir das wohl... Ja, zisch, Mann. Speisekammerschlüssel, ich krieg hier einen Föhn. Ach, der kam zurück, der hat mich gehört. Der hat mich gehört, weil ich hier alles leer geräumt habe. Ein Eimer. Jo. Achso, hier kann ich mich verstecken. Da ist der Schlüssel. War das jetzt ziemlich schlau von mir? Hat der nicht gehört? Okay. Habe ich jetzt den Schlüssel? Ja, habe ich. Jo. Oh, jetzt nimmt der einen. Oh Gott, ey. Jetzt nimmt der den. Ich krieg hier einen Föhn, Leute. Letztes Mal, ja? Letztes Mal, okay? Dann ist hier Feierabend. Jetzt nimmt der den Eimer. Also wenn wir es heute noch schaffen bis zum Turm, ja, denn, na, könnte ich ja fast nur ein Däumchen nehmen. Fast. Oh Mann, ey. Kannst du ja nie präsentieren, die Geschichte hier. Ich hab echt gedacht, das sind nicht ein Eimer, also ein Eimer als Eimer, sondern... Das sind ein... Ja, hier so ein Eimer zum Verstecken war, wisst ihr? Und nicht ein Eimer. Zum Aufklettern, um sich den Schlüssel zu besorgen. Nur, ich brauche die Flaschen. Nur deshalb gehen wir hier jetzt nochmal reingucken. Dankeschön. Erhöhten Stock macht's auch.
Wisst ihr, warum er mich gesehen hat? Ich weiß jetzt nicht, ob ich so schmeißen kann. Kann sein, dass es jetzt absolut daneben geht. Ich weiß es nicht. Ich hab's gewusst. Ach doch, der geht runter, der Trottel. Okay. Rie, du brauchst. Welchen Schlüssel habe ich denn jetzt, bitteschön? Welchen Schlüssel habe ich jetzt? Der Schlüssel für den Brunnen im Burghof. Ich krieg hier. Mann. Der hängt in der Küche, ja? Der Schlüssel für den Burghof hängt in der Küche. Und um wie viel wollen wir wetten, dass der da sitzt, der ist, der mir den Schlüssel geben kann für die Tür hier. Und der Einzige, der ihn abhält, ist der hier. Der kann jetzt nicht mal rüberschleichen, glaube ich. Da haben wir ja richtig Glück gehabt, ganz ehrlich. Wundert mich, ganz ehrlich, es wundert mich. Dass ich so ein bisschen doof bin gerade. Ich muss da rein. Und ich kann mit dem nicht sprechen. Warum nicht? Weil der andere nicht weggeht. Was muss ich machen, dass der weggeht? Mit dem Eimer machen. Gut, wir versuchen es noch einmal. Einmal noch. Wo ist denn die Flasche jetzt hin, bitte? Zack, weg. Weil ich muss ja hier irgendwie da rauskommen. Oder... was auch immer. Boah, jetzt sag nicht, dass das nur eine Kammer ist. Ein Eimer, ja. Habe ich was gewonnen von? Ein Nachttopf. Oh nee, wirklich? Was soll ich jetzt mit dem Eimer? Ah,
Ich habe ja nicht mehr so viel zum Schmeißen. Ich habe nur noch diesen Stock. Ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen in der Küche läuft. Ja, macht er. Tschüss. Ja, ja. So. Ab ins Becken. Kurz mal speichern. Ab ins Becken. So.